Puffal und ich am Bosporus. Am Bosporus, ne? Wenn ich nicht rede mit meiner Riesenklappe, dann hat es was zu sagen. Hepiniz İstanbul'a gelin, çıkın çıkın gelin. Ja, falls man vergessen hat, dass man vielleicht essen oder was kaufen. Willst du was essen? More passion, more energy. Drama, passion, energy. Also eine 11 von 10. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals für diesen wundervollen Tag in Istanbul. Wir haben heute sehr viel gesehen, Sightseeing gemacht. Wirklich, es war ein wundervoller Tag. Ich hoffe, dass Sie alle gut schlafen werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gute Nacht. Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Hallo, hallo. Wir sind, wo sind wir? In Istanbul. Die schönste Stadt der Welt. Wir lieben sie. Wir werden so Spaß haben, Leute. Jetzt geht's los. Und wie läuft's? Mutti-Lifestyle. Guck mal hier. So, wir fahren jetzt ins Hotel und da haben sich die Tox was richtig Geiles für uns einfallen lassen. Und zwar haben wir hier so einen VIP-Transporter-Shuttle-Service. Der blinkt sogar. Können wir uns erstmal einen Drink jetzt hier drin, ne? Ja. Unser erster Stopp ist natürlich bei Nusret und wir lassen uns das erstmal schmeckern. Zur Vorspeise gibt es erstmal einen leckeren Salat. Also ich habe schon mal gegessen. Bro, es ist der beste Kamatsch, den du in deinem Leben je gegessen hast. Ich bin erstmal auf die Gabel gekommen. Unser Essen ist da. Die sehen schon mal richtig, richtig, richtig saftig aus. Wie, du magst das nicht? Ich mag das auch nicht. Jetzt kriegst du es aber. Ja, unser Magen ist voll. Ich sag's nicht, wie es ist. Du sagst, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Der Magen ist voll. Hat geschmeckt, oder? Boah, ich kann kaum reden, ich kann kaum gehen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, Tag 2 in Istanbul. Wir zeigen euch jetzt gerade mal so kurz unser Zimmer hier. Komm schon. So, ja, hier ist gerade richtig gut aufgeräumt in dem Zimmer hier, ne? Wir sind gestern Abend hier drin, haben uns schnell umgezogen und sind dann ja zu Nusret essen gegangen. Und ja, Freunde, wir haben aber so einen brutalen View. So, hier hinten geht's noch weiter. Wie bitte? Ganz schön windig hier oben. Was ist das für eine Brücke da? So, Herr Togan, wie sieht's aus? So, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Trip durch Istanbul. Okay, das ist unser Fahrer für die Zeit hier. Merhaba. Bester Mann. Die allererste Attraktion hier in Istanbul wird die Bosporusbrücke sein. Da fahren wir jetzt hin, ne? Da fahren wir jetzt los in unserem Maybach. Man, Wasser, weil Hydration sehr wichtig bei dem Wetter. Schatz, bitte denk an die Hydration. Da denke ich immer dran. Wow. Was haben wir hier vorne für Meer? Nordsee, Ostsee? Ja, ich glaube, es könnte die Antarktis sein. Die Antarktis, das? Die Antarktis. Puffal und ich am Bosporus. Am Bosporus-Kuss, ne? Ist, glaube ich, eine Moschee. Ich glaube, das ist eine Moschee, wenn mich nicht alles täuscht. Und ganz da hinten ist auch noch eine. Hello. You want to say something? Hello? I speak French, Türkisch. I speak Türkisch. You vlog YouTube? Yes. Also nette Leute haben wir hier auf jeden Fall, ne? Bonjour, 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 bonjour. Bei Aykadaşla Bosporusbrücke. Wer ist? Und Freunde? Wer? Aykadaşla. Da, Burda. Burda. Ja. Tamam. Leute, vergesst mal Einkaufszentren, die ihr aus Deutschland kennt. Schau, ne? Sind nichts dagegen. First of all, now we in the shopping center and we, can you see this? Yes, it's a very big hole in my belly. Whoa, and whoa, now, whoa! And now we need good Turkey food. And here in the shopping center, we stay right. We are here right.
Was ist denn hier los? Ich suche ein Kleid für den ersten Geburtstag von meiner Tochter, der ja aber eigentlich erst in 5 Monaten ist. Hier gibt es so süße Kleider, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt schon planen, weil es muss eine heftige Party werden. Bitte. Schatz, möchtest du vielleicht für unser zukünftiges Kind irgendwann mal schon mal was raussuchen? Ja, Mann, kauf das mal für euer zukünftiges Kind. Wenn es ein Junge wird, muss es trotzdem tragen. Ja, okay, kein Problem. Ich muss so viel einkaufen, Schatz. Ich weiß nicht, ob du das wirklich möchtest. Dann wie der Papa, so der Sohn, ne, auch mal ein Kleid ab und zu anziehen. Ne? Das wär ja gar kein Problem. Lassen wir uns doch nicht mehr allzu lange Zeit. Schatz, was ist mit dir los? Ja, für wen? Für das Kind, das noch gar nicht gezeugt ist, wenn es Geburtstag hat. Hey, wenn wir dieses Video, wenn wir diesen Vlog irgendwann mal angucken, in ein paar Jahren, hoffentlich nicht so viele Jahre, ich sage, dass ihr einen Jungen bekommt. Also ich glaub, hallo, ich bin die Mama. Ich bin die Mama und ich glaube, du wirst ein Junge. Hallo, ich bin deine Mama. Hallo, ich bin deine Mama und ich glaube, du bist ein Mädchen. Oh mein Gott. Du glaubst echt, dass wir Mädchen kriegen, ich glaub, ne? Wir bekommen ich glaube auch, wir bekommen Mädchen. Mal gucken, wer recht hat. Tante Schala sagt Junge. Leute, jetzt sind wir irgendwo. Wo sind wir? Nishantasche. Nishantasche heißt es hier. Ich habe zum Chayan, wir kommen ja schon länger her. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Schatz, ich möchte einmal Urlaub machen und bei Nishantasche mit dir einfach mal spazieren gehen. Jetzt. Nach 7 Jahren mit uns, natürlich, mit euch. Ja, natürlich geht das nur zu einem sehr besonderen Anlass, ne? Und das ist eure Anwesenheit. Ja, mit uns. Nishantasche. Was? So heißt es doch hier. Was? Nishantasche. Nishantasche? Ja. Boah, sie spricht das richtig gut. Sag ja, noch mal. Also ich sag ja, also wenn ich jetzt hier einen Monat wäre, ich könnte perfekt türkisch. Tamu, hast du sowas mal gesehen hier in Deutschland? Also in Minga habe ich sowas nicht gesehen. Istanbul. Istanbul, nicht Istanbul, sondern Istanbul. Also, die schönste Stadt der Welt. Es ist, also ich muss sagen, das ist jetzt der zweite Tag, glaube ich, hier, ne? Ja. Und die Stadt gibt einem wirklich einen unwahrscheinlich schönen Vibe. Und also ich mir auch tatsächlich, weil hier in dieser Gegend war ich auch noch nie unterwegs, ehrlich gesagt. Was hast du denn da? Den besten türkischen Milchreis. Es ist einfach ein Muss, wenn man hier in der Türkei ist, den mal probiert zu haben. Aber Charla und ich haben uns was viel krasseres bestellt. Wow. Das, schau mal, alle guten Dinge brauchen Zeit. Deswegen kam euer Essen direkt und wir haben 20 Minuten Wartezeit. Genau, weil wir essen so fertig Abspeisungszeug nicht. Ja. Ne? Was gibt's denn so schönes? Beşinde künefe. İyicem künefe. Beşinde künefe yiyeceğim. Beşinde künefeyi. Künefe. Künefeni. Künefeyi. Künefeyi. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Lass sie schmecken. Dankeschön. Afiyet olsun, musst du sagen, Marie. Afiyet olsun. Ja. Afiyet olsun. Bismillah. Oder so. Wenn ich nicht rede mit meiner Riesenklappe, dann hat das was zu sagen. Oh, Buffer, ey. Wir sind gerade in unserer Hotel-Rooftop-Lounge. Und schaut mal bitte. Wow. Crazy people. Istanbul ist, glaube ich, eine Stadt, die never schläft. Also ich glaube, Istanbul schläft nicht. Guckt euch das bitte an, was da für ein Verkehr ist. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, Istanbul-Verkehr. Aber hier genießen wir es jetzt noch ein bisschen. Ich gucke nur in die Kamera. 2, 3. Oh, voll, nicht alle. Wieder kippen. Das ist so Maries Stärke, ne? Die kippt immer das jetzt Glas mit. Ne? Cocktail. Chayan hat jetzt ein bisschen Kaffee mit Cocktail, okay. Ich wollte dir was abgeben, ich hab dir gegönnt. Tag 3 in... Istanbul! Jetzt mal was richtig Geiles, aber das werdet ihr gleich sehen. Okay. Also Leute, wir sind hier jetzt angekommen. Wir sind hier am Hafen. Und was machen wir jetzt hier? Und wir gucken mal, welche Yacht wir uns jetzt raussuchen. Bye bye! Es geht auf jeden Fall so ein kleiner Traum von mir in Erfüllung. Ich wollte immer einmal über den Bosporus brettern, so ganz entspannt. Und so vielleicht ein Cappuccino oder so. Ich muss auch ehrlich gesagt mal haben. Ja, hab ich auch noch nie gemacht. Alter. Ist so, es sieht einfach so krass aus. Schau dir diese Aussicht an. Thank you.
Aber das hier ist auf jeden Fall die Mädcheninsel. Ja. Kiskulissé. Ja. Genau, falls jemand weiß, warum der Turm hier Kiskulissé heißt, einmal bitte in die Kommentare schreiben. Mal eine kleine Randinformation. Der Bosporus trennt ja die europäische Seite und die asische Seite. Das haben wir jetzt alle gelernt hier. Und zwar befinden wir uns hier. Das hier ist die europäische Seite. Und hier, das ist die asische Seite. Ich bin gerade zwischen zwei Kontinenten. Also wir sind gerade zwischen zwei Kontinenten, genau. Wenn man nicht weiß, was links ist, ne? Habe ich gesehen auf TikTok. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Nein. Warte. L für links. Ich sehe es nicht, du musst in die Kamera machen. Also mach dir, ja? L für links. So, L für links. L für links. Hier ist links. Oh, das ist eine gute Theorie, Digga. Krass. Merhaba! Leute, und seht ihr das Boot da? Das ist unser Boot gewesen. Das hat uns jetzt hier dieses wunderschöne Restaurant gebracht. Also richtig, richtig schön. Wir wurden einfach mit einem Boot zu einem Restaurant gefahren. Dieses Boot hier hat uns hierher gebracht. Und jetzt, schaut euch mal bitte die Location an. Das sieht so unfassbar schön aus. Mit unseren wundervollen Mädels dabei, ne? Ja, wow. Natürlich. Wow. Seid ihr eigentlich im Partnerlook, oder? Wow. Ja, ihr auch. Was haben wir denn da für zwei Schnittchen erwischt, ne? Schau mal diese Schnittchen an. Ja. Jetzt gönnen wir uns hier erstmal eine Vorspeise. Schöne Nachos. Yummy. Tempura und Burrata. Und die wunderschöne Aussicht ist natürlich auch nicht, die darf man natürlich nicht kleinreden hier, ne? So, die Hauptspeise ist da. Ja, ich habe hier irgendwas mit Steak, Parmesan, mit Trüffel. Was ist das für eine kranke Kombi? Und ein Spargel ist dabei. Der Spargel, der ist auf jeden Fall ultra wichtig. Ich habe eine Trüffelpizza mit so Rinderstreifen. Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen Abend. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Wir wünschen Ihnen eine wundervolle Nacht. Schlafen Sie gut, träumen Sie schön und bis morgen. Gute Nacht. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Tag aus Istanbul. Und heute gucken wir uns den größten Bazar aus Istanbul an. Ja. Das jetzt hier ist der Eingang zum großen, also ich glaube zum größten Bazar in Istanbul. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen durchschlendern und schauen uns das Ganze mal an. Schatz, was sagst du, wie es hier aussieht? Groß auf jeden Fall. Also hier zum Beispiel, na, guck mal, was ist das für ein Laden? Also ich ganz glaube so, viel Gewürzen, ganz viel Süßes und Tee. Also hier so türkische Spezialitäten, glaube ich. Hello, my friend, what's this? What's this? Turkish Delight, Honey Almond, brother. Turkish Delight? Turkish Delight, Honey Almond. Honey Almond. Ja, yeah, this without glucose. Ready? Very good. Wir sind jetzt an so einem Stand und kaufen Seifen. Weil meine Mama möchte nämlich so Seifen haben hier. Und deine Schwester. Und meine Schwester auch. Deswegen werden wir jetzt hier so ein paar Seifen mitnehmen. Ne? Weil das sind so Seifen, die haben automatisch noch einen Schwamm mit dabei. Ja. Ich würde sagen, jetzt sagt ein Bild mehr als 1000 Worte, oder? Exactly. Der junge Mann kommt aus Köln. Auf unserem Bazar-Trip müssen wir uns natürlich jetzt erstmal was gönnen hier ein bisschen, ne? Aber nur eine Kleinigkeit, weil wir gehen später noch essen. So, deswegen gibt es jetzt hier ein bisschen Burger, ein bisschen Pommes. Alles drum dran. Was gibt es bei dir da hinten? Alles eigentlich. Okay. Ich habe mir nichts bestellt, ich esse einfach das, was da ist. Wir naschen einmal quer durch und dann geht's weiter. So, mein Herz, wo sind wir denn hier? Wir sind hier an so einem wunderschönen Park. Ja. Da ist einmal eine richtig, richtig tolle Moschee. Und hier hinten ist auch eine richtig schöne Moschee. Oh, die sieht man aber gerade gar nicht mehr so richtig. Komm, wir latschen mal kurz hier lang. Latschen mal kurz. Die ist jetzt ein bisschen verdeckt. Lauf weiter. Jetzt sieht man sie. Also auf jeden Fall wunderschön. Ja, und jetzt mal gucken. Eine davon ist die bekannte Blaue Moschee. Und ich glaube, das suchen ist die. Mal nach unseren Reiseführern. Ne, die Reiseführer sind auch hier. Ja. Oh, guck mal. Die Reiseführer da hinten, die haben wir ganz verloren. Jetzt einmal schnell hin und dann schauen wir mal. Ich glaube tatsächlich, dass das die Blaue Moschee ist. Ja, Freunde, das hier vorne ist die Blaue Moschee. Oben kannst du lesen, Bro. Sultan Ahmed Jami, Blaue Moschee. Okay. 1609 bis 1616 gebaut.
Also ist diese Moschee 500... Sehr alt. Sehr alt. Also an die 500 Jahre. 1600? Okay. Also die Moschee ist ca. 500 Jahre alt und die werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen anschauen. Bitte schaut euch an, wie wunderschön es hier aussieht. Für diese Schokolade hätte ich damals alles getan. Wirklich alles. Weißt du, was ich wunderbar alles finde? Was denn? Oh mein Gott. Was denn? Der Typ hat echt einen Knall, ne? Ja, ja. Einen an der Waffel. Okay. Ich wollte sagen, was ich sehr schön finde, ist, dass man an jeder Ecke angesprochen wird. Komm essen, komm kaufen. Willst du? Ja, falls man vergessen hat, dass man vielleicht essen oder was kaufen will. Willst du was essen? Kurzer Outfit-Check. Wir gehen jetzt in ein Restaurant und essen wieder was Leckeres. Hier, das ist... Oh, wow, das ist, wow. Hört ihr gar nicht auf. Wow. More passion, more energy. Drama, passion, energy. Deswegen werden wir jetzt... Ich esse gleich meinen ersten Hummer. Und deswegen... Habe ich noch nie, aber heute ist mein Hunger so groß. Da landet der gleich auf meinem Schoß. Weil wir so Kohldampf haben und heute so viel rumgewatscht sind und so viele schöne Sachen gesehen haben, gehen wir jetzt da hinten rein ins Fico. Soll angeblich besser als Nusret sein. Dann lassen wir uns mal überraschen. Das habe ich ja wirklich noch nie erlebt. Man kann sich einfach die Vorspeise selber aussuchen. Also schon vorab. So. Okay. So, was haben wir hier jetzt? Also wir haben jetzt hier einmal einen Salat mit Tomate, Gurke, Walnüssen, okay. Öl. Dann habe ich hier, das ist Aubergine. Okay. Zerquetscht. Das hier ist Avocado und Käse, soweit ich das verstanden habe. Okay. Pesto-mäßig, glaube ich. Das hier ist Joghurt, so Tzatziki-Art. Und das ist Joghurt mit Knoblauch. Okay, geil. Super. Und das sind unsere Cocktails, die ihr nicht haben wollt, ohne Alkohol. Ganz, ganz, ganz klein Adana-Spieß bestellt. Aber ne? Einen ganz kleinen Bohr. Das war der kleinste, den sie auf der Karte hatten. Und so sieht der aus. Ich finde, der ist okay, oder? Ich hoffe, er schmeckt den Bro, aber es soll richtig lecker sein hier. Bete Kebab. Wir haben Adana-Kebab. Also ich glaube, es ist Adana ummantelt dem Brot und dann getunkt in Joghurt und eine scharfe Soße. Das ist der Wahnsinn. Wir machen jetzt einen Taste-Test. 1, 2, 3, Flup. Von 1 bis 10. Wirklich? Boah, Schatz, sag mir bitte, wie lecker ist dieses Künefe hier? 10 von 10. Das ist jetzt mal so Künefe mit bisschen mehr Pistazien oben drauf. Aber so hausgemacht, keine Ahnung was. Was? Künefe mit Nutella. Geil. Boah, ich rede gar nicht, gell. Das ist so lecker. Ja. Bitte probier das. Also eine 11 von 10. Wir haben richtig lecker geschmausert. Ne? Wisst ihr, auf was ich mich gerade am meisten freue? Auf diesen kleinen Teil von meiner Tochter hier, ihren Hals und so an ihr zu riechen. Oh. Ja, das können wir leider auch bald. Noch nicht sagen, aber hoffentlich bald. Bis jetzt. Ich kuschle mich dann so in ihren Hals. Das könnte ja bei Helen riechen dabei. Oder Marie muss sich heute Abend damit zufrieden geben, an meinem Zwiebelarten zu riechen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals für diesen wundervollen Tag in Istanbul. Wir haben heute sehr viel gesehen, Sightseeing gemacht. Wirklich, es war ein wundervoller Tag. Ich hoffe, dass Sie alle gut schlafen werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gute Nacht. Wunderschön. Guten Morgen. Wir haben heute leider den letzten Tag hier in Istanbul. Schade. Aber es wird nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen sein. Exakt. Es ist aber das erste Mal gewesen. Fahren jetzt nochmal auf die asiatische Seite und gucken uns alles an. Ja, wir müssen auch ein bisschen oldschool sehen. Die asiatische Seite ist ein bisschen traditioneller. Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen auf der asiatischen Seite unterwegs. Ja? Und der Unterschied soll hier sein, dass hier tatsächlich viel, viel weniger Touristen sind. Hier ist ein Schmuckladen, da komme ich jedes Jahr her. Es gibt so schöne Sachen und du fällst um, wenn du die Preise siehst. Das ist einfach geschenkt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen shoppen. Okay. Vielleicht auch Geschenke. Schauen wir mal rein. Oh, oh. Oh, was ist das denn? Schatz, hier. Oh, ein Tee für Tamu. Welche kaufen? Einmal bitte mitnehmen. Ich und? Und was sagst du? Also ich muss mich echt zurückhalten, ich hätte den ganzen Laden gerne auseinandergenommen. Aber jetzt geht's weiter. Schatz, was sagst du? Du bist natürlich wieder bei der Bling-Bling-Abteilung. Wer kann man sich anders um mich kennen?
Also bitte schaut euch das an. Ich habe hier so schöne Schlappen gefunden. Und guck mal, einmal in schwarz und einmal in beige. Oder hell oder was auch immer. Oder was es auch immer ist. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, deswegen nehme ich jetzt einmal beide mit. Einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Was ist das jetzt hier für eine Ausbeute? Drei Läden? Drei Tüten. Das Coole ist, hier kann man ganz entspannt shoppen. Man wird einfach überhaupt nicht angesprochen. Also das ist hier wirklich ein riesen Vorteil. Weil wo wir gestern durch den Bazar gegangen sind, da wurden wir echt von jeder Ecke wurden wir angequatscht. Also europäische Seite merkt man auf jeden Fall, ist viel mehr so auf Touristen getrennt. Ja. Ne? Hier so, und ist hier entspannt. Chillig. Jeder geht für entspannten Shoppen, also ganz chill, richtig cool. Leute, sagt mir bitte, was ist das für eine krasse Sonnenbrille hier? Oder was meinst du? Also, die ist gemacht für dich. Schau dich mal an. Boah, 10 von 10. Nach so einem schönen Shopping-Trip, ne? Brauchen wir jetzt immer was für den Magen. Aber wo sind wir hier? Ich glaube, das ist Kartal, aber ich muss selber nachgucken. Schon, Schatz, ja, ist Kartal. Okay, ich habe Bestätigung bekommen. Kartal? Ja, so heißt Kartal. Genau, so heißt dieser Ort. Und zwar ist das, Kartal ist ein Adler. Das ist doch auf dem Ding von Beşiktaş. Okay. Von dem Fußballverein. Okay. Genau. Wir lernen hier ultra viel Kultur. Ja. Wir sind hier mit den richtigen Reiseführern am Start. Toll. Und wir gehen jetzt in den Laden, da gehen wir immer essen. Und da gibt es wirklich so geile Sachen. Egal, was du auf der Karte siehst, was dir gefällt, du kannst alles bestellen. Okay, Hammer. Guck mal, in Deutschland gibt es Bier aus dem Fass, hier gibt es Ayran aus dem Fass, vom Feinsten. Und? Also bei mir gibt es lecker Adana, Dürüm. Bei mir gibt es Pommes. Und so einen Köfteteller. Und das ballern wir uns jetzt schon rein, ne? Aber hallo. So, wir gehen jetzt einen traditionellen türkischen Mokka trinken. Ich nehme dich mal mit rein in die Location und zeig dir mal hier, wie schön das ist. Das sieht nämlich hier absolut Hammer aus. Aber was haben wir hier? Alte Schreibmaschine. Okay, krass. Alte Fernseher. Alte Nähmaschinen. Oh, Leute, guckt euch mal bitte die Fernsehgeräte hier an. So cool, schaut das mal bitte an. Okay, wie alt? Einfach, da haben Frauen wahrscheinlich jahrelang mit gearbeitet und Sachen genäht. Wie cool ist das bitte? Und schau mal die Spiegel. Ja, okay, was ist das denn hier für ein Kaffee? Tamo, ich habe was, was wir beide brauchen. Was? Das brauchen wir jetzt ganz dringend. Oh. Wir müssen gucken, wie fett wir geworden sind hier Ach, im Urlaub. Scheiße, Alter. Okay, Leute, das sieht, ich weiß jetzt nicht genau, warum hier so viele schöne alte Sachen hängen. Aber es ist cool. Aber es ist cool. Guck mal, das Telefon, das Münztelefon. Wir probieren jetzt erstmal einen türkischen Kaffee. Lass dich schmecken. Hat geschmeckt? Mhm, schmeckt. Schmeckt dir wirklich? Lecker. Aber es ist noch zu heiß. Du weißt, ich mag den doch immer so halb kalt. Okay. Wir müssen noch ein bisschen warten. Okay. So, mein Herz, wie findest du denn jetzt die asische Seite hier von Istanbul? Super schön. Also gefällt mir definitiv besser als die teurere Seite. Ja? Europäische Seite. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen gemütlicher. Ja, also das ist so, wenn man jetzt essen geht, du bekommst einen ganzen Tisch voller Essen. Für weniger wie die Hälfte wie drüben eigentlich, ja, ne? Ja, drüben zahlst du super viel für Essen. Und hier auch bei dem Spazieren, bei den Läden und so, du wirst dich die ganze Zeit angequatscht. Du kannst ganz entspannt da durch die Läden gehen. Also hier ist auf jeden Fall mega. Also hier ist halt weniger so tourismusmäßig, ja, ne? Aber super schön. Also hier müsst ihr definitiv auch hin. Ja. Tschüss, Istanbul! Hallihallo! Back in Munich! Okay, Leute. Wir haben auf jeden Fall schönes Wetter mitgebracht. Ja, Punkt voll eins. Gut. Genau, oh, das ist mal Punkt 1. Gut. Das hat mir aufgefallen. Super. Haben wir sonst Spaß gehabt in Istanbul? Ja. War ja. Also, es geht. Ich wollte sagen, es gibt auch für jede Beziehung so einen Beziehungstest. So, man zieht zusammen, man fliegt zusammen weg. Das war jetzt unser Test, ob wir bestehen können, und wir haben bestanden, und dein nächster Urlaub ist um die Ecke. Mach Handy da drauf so, wir machen jetzt, was sagen wir bei 3? 1, 2, 3, hey! Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, alles was dazugehört. Und die Talks sind natürlich mit allen ihren Kanälen unten in der Videobeschreibung. Und Küsschen! Tschüss!